Unsere erste Rede kommt von einer, von der Aktivistin, Mitgründerin und Autorin von My Brain, My Choice. Sie ist Mitglied beim Schildauer Kreis, bekannt durch Aktivitäten bei Lieb Deutschland und auch akademisch beschäftigt sie sich mit dem Thema Drogen, beispielsweise in ihrer Masterarbeit, die sich mit dem Drogenkrieg in den Philippinen beschäftigt hat. Bitte einen ganz großen Applaus für Feline Edbauer. Danke für die schöne Ankündigung, Fabian. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder hier mit euch da zu sein. Schön, euch zu sehen. Und danke, dass ich auch direkt die erste Rede halten darf an die Veranstalter. Ich nutze meine Redezeit, um deutlich zu betonen, dass das EU-Recht, dass weder das EU-Recht noch die UN-Konventionen ein Hindernis für eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland darstellen. Weder EU-Recht noch UN-Konventionen sind ein Hindernis. Und das hat ganz leichte, ganz einfache Gründe. Und zwar, dass die UN-Konventionen vorsehen, dass Mitgliedstaaten Abweichungen formulieren dürfen. Wir haben das auch gesehen, dass in Uruguay und Kanada zum Beispiel klappt. Und die EU sieht Ausnahmen vor. Wie diese Ausnahmen genau gestaltet werden können, das ist noch offen zur Debatte. Aber in diesem Rahmen bewegt sich die Bundesregierung gerade und versucht, ein Gesetz zu schaffen, das sogar in den jetzigen Voraussetzungen des EU-Rechts möglich ist. Aber in den letzten Monaten hat sich die CSU die Strategie ausgekoren in ihrem Wahlkampf, zu versprechen, die Cannabis-Legalisierung verhindern zu wollen. Ein Gesetz, das gute Chancen hat, von der Ampelregierung durchgebracht zu werden, haben sie sich ausgekoren, um dafür zu sorgen, das zu verhindern. Es ist eine Strategie der Verunsicherung, die sie sich offenkundig abgeschaut haben von der Tabak- und Ölindustrie, die diese Strategien der Verhinderung von Gesetzen seit Jahrzehnten und auch aktuell erfolgreich führen. Zu dieser Strategie gehören Verunsicherungen, sie arbeiten rhetorisch mit Übertreibungen, sie spielen mit Ängsten, sie setzen auf Verantwortung und tun so, als ob gerade die CSU diejenigen wären, die sich für Kinder und Jugendliche interessieren. Und was sie ausnutzen, sind die allgemeinen Unsicherheiten und Unklarheiten, die in der deutschen politischen Debatte von vielen Menschen, die sich nicht im Klaren darüber sind, oder wenig im Klaren darüber sind, was EU-Recht und was EU-Recht bedeutet und wie die EU-Abläufe funktionieren, und ebenso bei der UN wenig wissen. Und diese Unsicherheiten nutzt die CSU schamlos aus, um irgendwelche Behauptungen einzubringen, die dann weitergetragen werden und zu Verunsicherungen führen, weil es könnte ja sein, dass die CSU was sagt, was wahr sein könnte. Die CSU hat Gutachten in Auftrag gegeben. Stefan Pilsinger aus der CDU-Fraktion im Bundestag hat den wissenschaftlichen Dienst aufgerufen, zu bewerten, ob eine Cannabis-Legalisierung innerhalb des EU-Rechts möglich ist. Und Klaus Holeschek, der Gesundheitsminister aus Bayern, hat auch ein Institut beauftragt, eine Uni beauftragt, zu bewerten, ob eine Cannabis-Legalisierung im EU-Recht möglich ist. Und Tatsache ist, dass beide Gutachten aussagen, dass es Spielräume für eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland geben kann. Leider wurde es sowohl von Holeczek in Bayern als auch von Pilsinger bundesweit anders dargestellt. Und das ist erbärmlich und traurig, dass sie da täuschen, was eigentlich festgestellt wurde. Auch in der UN, international in Organisationen, gibt es zunehmend Unterstützung und FürsprecherInnen für einen grundlegenden Wandel der Drogenpolitik. Mehr und mehr Leute mit hohen Positionen stellen fest und sagen auch laut aus, dass die Drogenpolitik deutlich gezeigt hat in den letzten 50 Jahren, dass sie schadet, dass sie Menschenrechte verletzt, dass sie nicht geeignet ist, um
die Menschenrechte zu gewährleisten. Und dass es deswegen dringend eine Abkehr von dem Grundsatz des Drogenverbots braucht. Erst dieses Jahr zum Weltdrogentag im Juni haben Sonderberichterstatter, eine große Zahl an SonderberichterstatterInnen, eine Pressemitteilung herausgegeben, wo sie betont haben, dass es diesen Wandel dringend braucht. Erneut, das haben sie auch schon letztes Jahr betont. Die Debatte international ist da, weil ExpertInnen für Menschenrechte deutlich kommunizieren und deutlich auf die Gremien einwirken, die Drogenpolitik grundsätzlich zu ändern und die Strafverfolgung gegen Besitz und konsumnahe Delikte zu beenden. Und aus dieser Pressemitteilung lese ich Ausschnitte vor, die wir bei der My Brahma Choice Initiative übersetzt haben. Es heißt: Der Krieg gegen Drogen kann in erheblichem Maße als ein Krieg gegen Menschen verstanden werden. Er trifft am stärksten jene Menschen, die in Armut leben, und wirkt oft in Überschneidung mit der Diskriminierung marginalisierter Gruppen, Minderheiten und indigenen Völker. Durch unsere Berichterstattung und praktische Arbeit als Sonderberichterstatter haben wir festgestellt, dass diese diskriminierenden Auswirkungen ein gemeinsames Element verschiedener drogenpolitischer Regelungen und Maßnahmen sind und eine Vielzahl von Menschenrechten betreffen. Diese umfassen das Recht auf persönliche Freiheit, das Recht auf Freiheit von Folter, Misshandlung und Zwangsarbeit sowie das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren, das Recht auf Gesundheit einschließlich des Zugangs zu unentbehrlichen Arzneimitteln, Palliativmedizin, umfassender Drogenprävention und Aufklärung, Drogentherapie und Harm Reduction, also Schadensminderung, die nicht erzwingt, Abstinenz als Ziel zu haben und die sich an den Beteiligten, an den Menschen, die dieses Behandlungsangebot annehmen, orientiert, was sie wissen darüber, wie sie ihre Lebensqualität, was sie brauchen, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Und das kann so etwas Simples sein wie Wohnraum. Freiheit von Diskriminierung und das Recht auf Gleichbehandlung vor dem Gesetz, das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt, kulturelle Rechte und die Meinungs-, Religions-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Ein Absatz noch. Die Drogenbekämpfung führte weltweit zu massiven Verletzungen der Menschenwürde und der Freiheit von Personen afrikanischer Abstammung. Berichte belegen, dass Menschen afrikanischer Abstammung unverhältnismäßigen und ungerechtfertigten Eingriffen durch Strafverfolgungsbehörden von Festnahmen und Inhaftierungen im Zusammenhang mit Drogendelikten ausgesetzt sind. In zahlreichen Ländern wirkt der Krieg gegen die Drogen viel mehr als ein System rassistischer Unterdrückung, denn als ein Mittel zur Eindämmung von Drogenmärkten. Polizeiliche Eingriffe, die auf Racial Profiling beruhen, sind nach wie vor verbreitet, während der Zugang zu evidenzbasierter Behandlung und Harm Reduction Maßnahmen für Menschen afrikanischer Abstammung weiterhin erschreckend begrenzt ist. Ein Satz. Wir fordern die Mitgliedstaaten und internationalen Institutionen nachdrücklich dazu auf, ihre derzeitigen drogenpolitischen Regelungen und Maßnahmen durch solche zu ersetzen, die auf den Grundsätzen der Anwendung eines umfassenden, wiedereingliedernden Restorative Justice Ansatzes beruhen. Wirksame, gemeinschaftsorientierte, inklusive und präventive Maßnahmen und eine Gesetzgebung, die dafür sorgt, dass auch die Schäden, die das Drogenverbot angerichtet hat, wieder gut gemacht werden. Heute mehr denn je muss die internationale Gemeinschaft Bestrafung durch Unterstützung ersetzen und Regelungen fördern, welche die Rechte aller respektieren, schützen und verwirklichen. So. Alles, was ich gesagt habe, könnt ihr finden bei uns auf dem Blog unter mybrainmychoice.de, zusammengeschrieben mybrainmychoice.de, wer uns noch nicht kennt. Und unter /Newsletter könnt ihr abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Den Text zum EU-Recht findet ihr dort im Blog oder einfach /EU-Recht. Und den Text zu Menschenrechten, der ist morgen im Laufe des Tages übersetzt online und findet ihr unter UN-Menschenrechte. Dankeschön. Schönen Tag uns allen. Vielen Dank, Feline Edbauer.